Okay. Zweitens, die Fremden. Das haben wir geschafft. Wo ist denn jetzt unser Bruder? Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Laurentius? Hugo. Hugo? Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Nee, das ist in Ordnung. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. Suche Hilfe. Okay, na dann lass uns... Also, aber hier sind wir jetzt noch sicher, oder? Also jetzt hier Amicia, ist... Hier ist was jetzt nichts wollen weiter. Die von uns? Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. Ja. Wo sind denn nur alle? Oh, das sieht nicht gut aus. Was ist denn jetzt hier auch... Ist hier auch irgendwas passiert? Sind die hier auch eingeritten? Oh, guck mal, die sind ganz schön groß. Ja. Die tun dir nichts. Was sind das für Geräusche? Sind die krank? Sie fauchen bloß. Komm, wir müssen weiter. Fauchen? Ist das nicht wie eine Art Viren eher? Als fauchen? Okay. Dann fauchen sie. Oh, Äpfel. Hugo, jetzt nicht. Aber... Nicht anfassen, die sind alle verdorben. Aber ich hab Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Ja, er hat es nicht so mitbekommen wie du. Auch. Da müssen eine Menge Leute sein. Weiß ich nicht. Kann auch sein, dass das einfach nur brennt. Verzeihung, bitte wartet doch, Madame. Warum rennen die denn weg? Was haben sie denn nur? Die waren ängstlich. Hä? Warum? Zeit. Ich bin die Tochter von Senior Robert de Ruhn. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt. Wie? Warum hilft uns denn keiner? Hallo? Was seid ihr denn für... Jemand hier? Ich bin mit meinem kleinen Bruder hier. Das Anwesen der de Ruhn wurde angegriffen. Hallo? Ich flehe bitte euch an. Bitte helft uns. Wir sind nass und hungrig. Was ist denn hier nur los? Das sind Kinder. Hallo? Da kann man doch wohl mal helfen. Okay. Wir gehen mal Richtung Rauch. Geht's hier richtig? Ja. Okay. Ich kann's nicht glauben. Sie verstecken Was? Sich. Warum? Was ist denn mit euch verkehrt? Kinder nöten, muss man helfen. Sieh mal, da hat jemand was auf die Türen gemalt. Komm also zurück. Das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh. Sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Okay, dann gehen wir da vielleicht nicht klopfen. Ach du Scheiße. Das Dorf ist verseucht. Darum verstecken sich alle. Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Hört sich nicht nach einem Fest an. Nee. Nicht wirklich. Mein Gott. Du Scheiße. Was? Warum? Ihr! Ich flehe euch an! Holt Hilfe! Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von ihnen. Was? Was? Nein, wartet! Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden. Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschmeiß, das unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad mal vor gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Komm schon! Ja, lass uns mal ganz schnell lieber verschwinden. Aber so ganz, ganz schnell. Was ist los, Amicia? Lauf einfach! Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Ja, wahrscheinlich ja, aber deswegen rennen wir ja weg. Wir müssen uns verstecken,
Alicia. Hier, ja, los, rein da, schnell. Okay, okay. Mach doch die Tür zu. Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich ich nicht. Muss nur warten, warte. Bis sie sich zeigen. Dann schnapp ich sie mir. Ja, 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 mhm. Glaubst aber auch nur du, mein Freund. Was war das für ein Geräusch? Ja, was war das? Geh doch mal gucken, was da für ein Geräusch war. Dann schubse ich dich ins Feuer. Mit deiner Sichel. Komm. Wiedersehen. Sch, sch. So, können wir jetzt hier die Tür zumachen und ihn einsperren? Geht das? Dem haben wir es gezeigt. Kann ich jetzt hier zumachen? Warte mal zu. Mach die Tür zu. Scheiße, macht er nicht. Da seid ihr ja. Oh Gott, da sind sie ja schon wieder. Wo sollen wir lang? Komm, lauf so schnell du kannst. Da, die Mauer. Hier, sie komm. Kommen. Ja, 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 komm, schnell rüber. Schnell, zack, zack. Hoppi, hopp. Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Oh ja, warte. Warte, ich habe eine Idee. Schnell. Und dann klettern wir da hoch und... Arrivederci. Gut, jetzt können wir raufklettern. Oh! Hier riecht's nach Gegrilltem, ja. War aber nicht so tolles Gegrilltes. Okay, was haben wir hier noch? Munition. Noch mehr Munition. Okay, können wir alles nicht mitnehmen. Schade. So, hier komme ich... Hier können wir nicht hoch. Alles auch sehr schade. Ha. Ah. Oh, warte mal. Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Schieben wir. Na gut. Aber recht hat er. Es ist nicht ganz so leise. Als ob die uns jetzt nicht gehört hätten. Aber gut. So, lass uns mal hier hochklettern. Kletter hoch, ich helfe dir. Und nochmal rüber. Und dann müssen wir ja noch immer noch zu unserem Ansprechpartner dahin, oder gut, nicht? Gut, wir haben es geschafft. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. So einfach ist das nicht, Hugo. Oh. Ja, leider, leider. Mhm. Ja, ist die Schleuder vielleicht nicht so effektiv? Fremdlinge! Oh nein, schnell, schnell! Ach Mann, jetzt kommen die wieder hier. Was sie ist denn? Sie sieht nicht sicher aus, Amicia. Wir haben keine Zeit, sie kommt. Sie wird nicht halten. Oh, Scheiße. Hab ich doch gesagt. Ja, alles gut. Ich nimm einen Umweg. Ich bin gleich bei dir. Lass mich hier nicht zurück. Amicia, komm her, auf diese Seite. Da bist du ja. Ich bin hier. Ich hab was zum Aufklettern gefunden. Ja, ja. Gut gemacht. Ich werde sie herunterholen. Pass auf. Okay, warte. Kannst du es denn alleine rüber? Also, geht das? Oder ist... Na los, komm schon. Ist das zu schwer? Okay, der Kleine ist auf jeden Fall kräftig. Gut gemacht. Kräftig. Ich hatte solche Angst. Tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler. Du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Das geht nicht. Nicht ohne Laurentius. Laurentius. So, wo müssen wir jetzt... Achso, jetzt gehen wir hier lang, ne? Amicia, versteck dich. Und? Wo zum Teufel sind sie? Konrad, wir haben das Gebiet umstellt. Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen, Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im... Hä? Die kommen hier nicht lebend raus. Okay. Wir sind sneaky-peak-mäßig unterwegs. Also, glaube ich. Hoffe ich. Bin ich der Meinung. Wait. Äh.
Gehen wir da gucken. Was zum Teufel war das für ein Geräusch? Ja, was war das? Also, ich glaube, ich muss da mal gucken gehen. Okay. Ist er weg? Nein, nicht. Oder auch nicht. Ach Mann, ey, leckt mich doch. Was ist denn mit euch verkehrt? Ich weiß nicht. Es sind einfach nur Kinder. Lass sie doch in Ruhe. Wir sitzen in der Falle. Oh nein. Schnell, bitte. Ich versuch's ja. Komm hier rein. Ja, ja, ja. Das hält sie nicht lange auf. Leider nicht. Sie wissen, oder? Wir sind hier. Ja, ja, ja. Ich weiß. Nein, sie klemmt. Hier. Nein. Hugo, du musst da durchklettern. Mach mal. Ja, ja, von außen und dann machst du und... Mach auf. Ja, dann nimm's doch weg. Ich versuche es. Beeil dich. Schnell, Hugo, bitte. Ich schaff's mit... Hugo, er ist hier. Hugo, tu doch was. Oh Gott, das war kein gutes Versteck. Amiga, ja, ist gestorben, ja. Wo soll ich mich denn noch verstecken? Okay. Also hier kommen wir nicht durch. Nein, so. Sie klemmt. Hugo, dann du hier durch. Mach mir auf. Und ich muss mich irgendwo hier verstecken. Ich weiß noch nicht wo. Kannst du es entfernen? Ich versuche es. Beeil dich. Schnell, Hugo, bitte. Ich hab's. Hugo, er ist hier. Hugo, tu doch was! Okay, es war aber knapp. Oh, bitte, wir müssen weiter. Nur noch ein kleines Stück. Ich dachte, ich hätte mich verstecken müssen. Aber gut, so geht's auch. Eine Sackgasse. Wir sind erledigt. Nein, geh doch hier rein. Hier entlang. Habt keine Angst. Kommt rein. Ja, das sagt die alte Hexe. Die Seuche besonders schlimm. Wo sind sie? Wir sind weg. Wir sagen Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. Können wir hier einfach nach oben? Hier seid ihr sicher. Hier werden sie niemals nach euch suchen. Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Oben ja. Habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Sehr nett von dir. Auch wenn ich dir noch nicht wirklich vertraue. So richtig. Aber wir nehmen die Klamotten. Why not? Das ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte. Warum rennt er denn jetzt? Kleine, renn doch nicht weg. Kleiner Mann. Sie passen euch. Gut. Sie haben meinen Enkeln gehört. Oh, ich heiße Clervi. Ich bin Amicia. Und das ist Hugo. Bedank dich, Hugo. Vielen Dank. Clervi, was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause, sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor. Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Magister? Ja, der Mann kam her und hat dem Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche. Aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clervi, also. Ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen. Aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Cool. Hab Dank für die Hilfe. Hat er geschrieben? In der englischen Version? Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. Ja, danke. In der englischen Version sprechen alle Englisch mit französischem Akzent. Ich finde doof, dass sie im Deutschen immer Hochdeutsch sprechen. Ja, das stimmt. Hätte mir auch so einen leicht französischen Akzent. Hätte mir auch gut gefallen. Was ist das denn hier?
Gut, ich habe das Werkzeug. Jetzt brauche ich nur noch das Leder. Aha. Wo ist das Leder? Das ist bestimmt hier draußen. Oh ja. Leder. Gut, dann an die Arbeit. Wie, einfach nur einmal Leder und das war's? Okay. Na dann. Dann gucken wir doch mal, was... Ganz ruhig, konzentrier dich. Halte gedrückt, um deine Schleuder zu reparieren. Schon viel besser. Mit dem richtigen Material könnte ich sie sogar noch weiter verbessern. Okay. Was? Tasche, Munitionstasche, Ausrüstung. Hohoho. Okay, wir können auf jeden Fall looten. Das Spiel gefällt mir jetzt schon, weil Loot. Okay, hier kommen wir wieder zurück. Gut, ich sollte mich bei Clavie bedanken. Achso, bei I kann ich dann auch mich ans Herstellen. Okay. Kann ich das immer? Oh, ich kann es immer. Ist ja geil. So, dann bedanken wir uns erstmal nochmal bei unserer Gastgeberin. Ah. Und? Viel besser. Vielen Dank, Clavie. Vielen Dank für alles. Hier habt ihr sie verloren? Ja, sie werden hier nicht lange überleben, wenn du mich fragst. Was zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg! Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf. Sei still. Kinder, macht nicht so viel Lärm. Ich will zu Mama. Sei still. Du bringst uns doch um. Mama würde uns beschützen. Genug jetzt. Ich will zu Mama. Mama ist tot, Hugo. Du siehst sie nie wieder. Papa auch nicht. Sag ihnen doch, das ist nicht so. Du lügst. Nicht, also... Sie wurden beim Haus getötet, alle beide. Also sei still. Du lügst. Ich hasse dich. Bitte hört auf. Hugo, nein. Hugo, warte, nicht rausgehen. Das ist doch verrückt. Warum rennt er denn jetzt los? Hier geht wie bei Alien, beziehungsweise wenn Rohstoffbeutel voll, fix was basteln, um Platz zu schaffen. Okay. Hugo, komm zurück. Bin ich denn Rohstoffe überall? Einfach so, random? Was macht er denn? Wäre natürlich... Oh nein, er wird uns noch umbringen. Random, Hugo, und glaubt in Kisten und so. Es tut mir leid, warte. Okay, hier komme ich nicht durch. Warte, dann muss ich hier rüberklettern. Du Scheiße! Oh Gott! Was denn hier passiert? Will ganz schnell weg. Ich hätte dich nicht anschreien sollen. Hör mir doch zu! Ey, die liegen alle hier rum. Was? Es tut mir leid. Ja, dann kletter rüber. Oh nein, nein, nein! Nein, lasst ihn los! Da warst du also die ganze Zeit. Nein, wartet, wir wollen hier nur weg. Ja, ihr wisst... Bitte nein! Schon mal was gegen den Kopf bekommen, mein Freund? Ich wollte das nicht. Doch, das wollte ich. Amicia! Hugo! Ich komme! Also, ich wollte das so. Bitte, er darf nicht tot sein. Er darf einfach nicht tot sein. Hugo! Wo ist er denn hin? Aber der ist jetzt nicht zum Friedhof da hochge... Lass mich los! Hör mit der Zappelei auf! Wir warten, ob du wirst mich nicht unter die Erde bringen. Ich werde mit dir anfangen. Warum muss Nein. ich hierher kommen? Bitte. Was soll Gott. Ich etwa Scheiße. Umbringen? Gegen die Rüstung zu schießen ist es nicht. Fuck! Schnell. Bitte! Ich will das nicht! Lasst uns gehen! Ja, komm, Suspect. Komm! Hol doch raus! Hol doch raus! Komm! Do it! Du entkommst mir nicht! Früher oder später! Na komm! Put! Aha. Bist du also. Na klar. Oh, das wird mir helfen. Lass ihn ruhen. Ich werde dir zeigen, was ich glaubst du. Du machst dir Angst. Ich habe in zwei... Ich habe keine Angst vor dem Tod. Du hast gar nicht genommen, was ich hatte. Nein. Bring mich nicht das zu tun, bitte. Da musst du dich schon mehr anstrengen. Okay. Dann strenge ich mich halt ein bisschen mehr an. Ja, weiter so. Nur der Tod kann. Keiner von uns wird sterben. So, jetzt habe ich aber keine Munition mehr. Wait. Wuhu!
So, jetzt kriegst du was ins Gesicht. Flatsch! Na? Tschüssikowski! So wie zu eurem Anführer, Freunde. Kein Gegner für Dark Souls, Penny. So sieht's aus. Amicia! Du hast ihn getötet. Es war Selbstverteidigung. Wenn der einen angreift, der wollte uns töten. Also, ne? Also, hallo? Komm mit. Oh, jetzt kommen die Nächsten an. Wirklich. Ist ja schlimm. Schlimm ist es. Vergeltung. Schau, Amicia. Ich komme. Okay. Wir sind in der Kirche. Also da, wo wir eigentlich nicht hin sollten, aber wir wollten ja hier hin. Erkunde die Kirche. Okay, warte mal. Wir holen uns erstmal... Hey, Hugo! So, den kann ich jetzt gleich zu mir holen. Okay. Aber vielleicht finden wir ja schon mal ein bisschen Loot-Kram wieder. Dann geht's hier noch eine Leiter. Warum sind da Kerzen? Mit den Kerzen zeigt man, dass man an jemanden denkt. Oh, darf ich eine anzünden? Wenn du willst. Aber verbrenn dich nicht. Danke. Du dürftest auch zwei anzünden eigentlich. Also. Ach so, ich kann mich nicht so weit von ihm wegbewegen, weil da liegt Loot. Ich will den Loot nehmen. Für Mama und Papa. Bitte wache über sie. Ja. Hier hört sich alles so komisch an. Das ist das Echo. Hallo! Hugo, hier ist vielleicht jemand. Alter, erschreck mich doch mal so. Er brüllt einfach mal rum. Hallo! Okay, also hier gibt's auf jeden Fall Loot. Ich find das gut. Was ist das hier? Oh, eine Halskette. Ein Rosenkranz. Wozu braucht man den? Zum Beten. Kann ich damit mit Mama und Papa reden? Das machen wir zusammen. Okay, und hier können wir dann auch noch was machen. Also hier können wir dann wahrscheinlich... Mal gucken, was können wir hier machen? Beten. Vergib mir die Sünde, die ich begangen habe. Ich wollte nicht. Amicia, du tust mir weh. Tut mir leid. So, wir können mal kurz gucken. Rosenkranz. Diese auf einfache Materialien gefertigte Kette werden zum Beten verwendet. Ihre weite Verbreitung zeugt von der außerordentlichen großen Rolle, der Religion innerhalb der Gesellschaft spielt. Die Religion verspricht nicht nur die Erlösung der Seelen all ihrer Gläubigen, sondern stiftet auch Möbel für Krankenhäuser und sorgt mit Prozessionen und Feierlichkeiten innerhalb des Jahres für Struktur. Aber die Kirche verfolgt auch Ketzer, verdammt die Gottesläster und exkommuniziert sie in schwerwiegenden Fällen, wodurch sie jeglichen Recht am Glauben verlieren und von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Ja, also die Kirche ist ja schon sehr lange in der Geschichte. In der, ne? Die gibt's ja schon seit Ewigkeiten. Aber gut. Hier, sieh mal! Ein zerbrochenes Fenster und eine Leiter. Vielleicht kommen wir da raus. Komm, hoch mit dir. Ich hoffe, sie zerbricht nicht wie die vorhin. Das wird sie nicht, Hugo. Vertrau mir. Na, die sieht stabil aus. Sehr gut. Amicia, da ist jemand. Kinder, was macht ihr denn hier? Pater, wir brauchen Hilfe. Geht! Es ist zu gefährlich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wartet, bitte, es ist wichtig. Da unten liegt noch Loot, deswegen will ich da unten hin. Warum sollte ich jetzt gehen? Kann ich hier raus? Nee. Sehr gut. Ist das der, der weiß, wo Laurentius ist? Das muss er sein, er muss einfach. Oh, sie haben alles zerstört. Was geht hier vor? Vielleicht bauen sie größere Betten? Das bezweifle ich. Das ist eine schöne Frage, eine schöne, also ne, könnte man denken. Aber ich glaube das leider auch nicht. Ich wollte eigentlich wollte ich ja gerade noch was gucken hier wegen Bauen und Aufwerten. Was kann ich ja mit Schwefel machen? Was bist du denn? Ne, du bist Stoff.
Du bist... Nee, du bist auch kein Schwefel. Du bist Schwefel, ne? Ah. Da kann ich was... Okay, drei Stoff. Aha, aha. Versteckt die Dick ihre Tasche für Materialien, um sie robuster zu machen. Okay, 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 okay. Okay. Ich wollte nochmal ganz kurz gucken. Mal schauen, was wir ja dann noch so alles... Also, wir können auf jeden Fall eine Menge herstellen. Ich finde das schon mal mega. Loot ist immer gut. Den Geruch kenne ich. Warte, ist noch Stoff? Heilkräuter. Die Mönche müssen sie ins Wasser getan haben, um sich zu reinigen. Mutter hat das auch immer getan. Ist ja auch nicht verkehrt. Alkohol haben wir auch gefunden, das ist gut. Leder, auch sehr nice. Ist hier noch was? Nee. Hier? Nee. So, aber hier unten gab es ein Buch, wie ich gesehen hatte, und auch was anderes. Ich weiß noch nicht was. Ich würde gerne... Oh, warte mal, wir können Blumen... Können wir pflücken? Blumen, die sind wunderschön. Ja, nimm sie mit. Das sind Nelken. Ich hatte auch welche in meinem Herbarium. Aber diese hier sind schöner. Hugo, wir müssen weiter. Warte, komm mal her. Was? Die wird dich beschützen und sie sieht schön aus. Oh. Na dann. Jetzt können wir gehen. Vielen Dank, Hugo. Schon gut. Okay. Krass. So, hier, hier. Salpeter. Ach, das ist jetzt eigentlich bei jeder Pflanze, die wir haben? Also, die wir finden? Dass er so irgendwie sie pflückt und mich damit bestückt? So mäßig? Also, ich hätte nichts dagegen. Okay. Also, Rohstoffe finden wir auf jeden Fall schon mal... Sehr viele hier. Das finde ich schon mal sehr gut. Können wir hier rein? Nee. Das heißt also, wir können auch demnächst bald wieder irgendwann Sachen upgraden. Pater. So, Pflanzen sind. Ihr schon wieder. Ihr sollt verschwinden. Nur einen Augenblick, nur. Ihr versteht es nicht. Geht, solange ihr noch könnt. Bitte! Jemand muss uns helfen. Wenigstens ihm. Das Wappen von Robert Drun. Wir sind seine Kinder. Wir suchen Laurentius, den Doktor. Kennt ihr ihn? Ja, ja, ich kenne ihn. Und ich weiß, er kümmert sich um eure Familie. Er sprach von dir. Ich bin Pater Thomas. Eure Anwesenheit Pater hier Thomas. Ist kein gutes Zeichen. Die Inquisition. Okay. Sie kam und sie... Ich kann es mir denken. Doch hier stehen die Dinge weitaus schlimmer. Ihr müsst fort, unverzüglich, sonst sterbt ihr. Aber, Pater, die Dorfbewohner wollten uns töten. Sie sind völlig verrückt. Ich, Laurentius. Ja, wo ist er? Ich kann die Kirche nicht verlassen. Aber einen Ausgang... Durch die Krypta der drei Heiligen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Was? Ich könnte euch den Weg zu Laurentius' Hof weisen. Ja. Doch dann... Was dann? Möge Gott euch behüten. Ja. Also wir können uns ja auch ein bisschen verteidigen. Das funktioniert ja schon. Scheint alles ruhig. Kommt. Allem stets im Lichtschein. Was? Pater, warum wurden Kreuze auf die Türen im Dorf gemalt? Ist es wirklich die Pest? Zuerst wurden Leute gebissen, immer nachts. Dann breitete sich die Krankheit aus. Zunächst innerhalb der Familien, dann überall. Fieber, Beulen, Menschen starben. Und ja, das haben wir gesehen. Als wir endlich die Ursache fanden, war es bereits zu spät. Und was ist die Ursache? Wir sind fast da. Ja, ja, ja. Bruder Morell sollte hier sein. Nur wir zwei sind noch übrig.
Bruder Morell? Bruder Morell, bist du? Wartet hier. Okay. Also wir werden jetzt natürlich da wahrscheinlich nicht warten. Wenn wir die Möglichkeit haben, werden wir uns erstmal umschauen. Bruder Morell! Aber anscheinend müssen wir warten. Und Bruder Morell ist anscheinend nicht mehr da, Bruder. Oder so. Oh oh. Unserem Kleinen geht's nicht so gut. Pater? Denn mit euch nicht richtig. Wie aggressiv sind die denn? Folge dem Priester. Was? Warum bleibt in meiner Nähe? Wir haben ihn gefressen, Alter! Aber wo sind sie hergekommen? Wieso sind das so viele? Okay, wir gehen uns doch nicht umschauen. Sie sind überall. Das ja, bleibt hier weg hier, du und so. Okay, solange wir Licht haben, ist cool. Cool, 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 cool. Verpisst euch. Verpisst euch! Ein Albtraum! Wir müssen hier raus, Amicia! Ich weiß, los, weiter! Oh Gott, da ist der andere! Ein Mönch, der andere Bruder. Der Bruder Morul, oder Merul, oder... Wir müssen oder? Da raufklettern. Ich muss die Fackel ablegen. Nein, bitte! Beruhige dich, da ist eine Halterung. Wir haben immer noch genug Licht. Aber okay. Was dann? Wir finden eine Lösung. Da drüben auf der anderen Seite haben wir eine neue... Nee, haben wir nicht. Scheiße, wir haben keine neue Fackel. Kann ich die nehmen? Nein. Ich kann die nicht nehmen. Ich verstehe nicht, warum es so viel ist. Feuer. Wir brauchen Feuer. Ja, nimm doch hier. Das Holz verbrennt schnell. Wir müssen uns beeilen. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Beruhige dich, Hugo. Das Licht beschützt uns. Verstehst du? Na gut. Hätte ich mehr Stöcke mitnehmen können? Ratten. Du kannst in deinem Stock fallen lassen. Der Priester erwähnt einen Weg nach draußen durch die Krypta. Ich brauche mehr Stöcke. Amicia, die drei Statuen. Die Krypta der drei Heiligen. Das ist der Ausgang, den der Pater erwähnte. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ich habe keine Ahnung. Kann ich das hier nehmen? Nee, natürlich nicht. Ich helfe dir. Ja. Okay, wir haben einen anderen Weg gefunden. Ich würde gern... Da oben, Amicia. Die sollte ich runterholen können. Also. Wait. Sie haben sie alle gefressen. Nicht hinsehen. Wir können nichts mehr für sie tun. Das ist furchtbar. Ich weiß. Komm weiter. Fuck. Kann ich irgendwas herstellen? Natürlich nicht. Taschen sind voll. Gar nicht gut. Kann ich hier raus? Nein. Okay, also wir können hier nach oben. Das werden wir wahrscheinlich auch machen. Na gut. Aber ich hätte gern nochmal so eine Fackel. Oder einen Stock. Oder irgendwas davon. Steine, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also hier hoch kommen sie anscheinend nicht. Oder nur begrenzt. Sagen wir es lieber so. So, Leder. Hier können wir wieder rein. Gut, wir gehen gleichzeitig. Da drüben können wir auch nochmal rein. Nice. Voll also wieder runter. Mhm. Mhm. Ey, ich will also...
Okay, das war nicht so gut.